Aber bitte denkt mit, ich nutze doch gleich mal den Augenblick, weil es mir echt richtig hochsteigt langsam und ich bin selten, dass ich da irgendwie meine mir hart erarbeitete Ruhe mal beiseite lege, aber es nervt. Es gibt jetzt schon regelrechten Bühnentourismus, also dass Leute über alle Mahnwachen dieses Landes fahren und dann auf jede Bühne auch nochmal ein Mikro in den Mund nehmen wollen. Also sorry Leute, ich meine, wenn starke Redner irgendwo sind, dann sollen die bitte gerne reden. Ist jetzt nur eine Privatmeinung erstmal, ja? Sagt mir dann, was ihr davon denkt. Aber wenn die dann überall und dann auch noch damit ankommen, so 5 Minuten vor der Veranstaltung, ach hallo, übrigens, ich war schon auf 20 Bühnen in Deutschland, ich möchte jetzt hier reden und ach was, ihr habt keinen Platz, die Liste ist voll, es ist viel zu tun, es ist schwere Logistik, na dann press irgendwen raus, ich möchte jetzt reden. Also sorry, Leute, seid doch nicht so ungerecht zueinander. Fahrt doch mal ein bisschen runter, ey. Es geht hier nicht ums Quatschen. Es ist auch langsam vorbei. Wir sind jetzt nicht mehr bei Schritt 1, wir sind jetzt bei Schritt 2. Es braucht jetzt nicht mehr jeder zum 1000. Mal sagen, in einem 45-minütigen Vortrag, dass wir natürlich für Liebe und Frieden sind. Also bei allem Respekt, das ist jedem klar. Ich glaube, ich vor allem, wir alle, ihr auch alle, haben großen Hunger danach zu erfahren und zu schauen, gemeinsam, wie wir diesen ganzen Schabernack jetzt umsetzen können, wie man konstruktiv Lösungen daraus generiert. Weil dieses ganze Gelaber, ich kann es nicht mehr hören. Und es sind Top-Texte dabei, ich weiß, was ihr meint. Das sind natürlich, die Inhalte sind außer Frage, darum geht es hier gar nicht. Bitte differenziert, was ich hier rede. Es geht nicht um die Inhalte, die sind top, die sind super, aber was hier grob schief läuft, ist eine ganz kleine, wichtige Stellschraube, dass viele jetzt mit so einem Jucken in der Hose einfach das Forum verpassen. Also alle wollen das alle auf dieser kack-kleinen, unbedeutenden Bühne abbilden. Dabei ist für einen 45-minütigen Vortrag das Internet viel besser. Ich habe es schon mal gesagt, sage es gerne nochmal. Wenn jemand zu einem Spezialthema, zum Beispiel Permakultur, einen 45-minütigen oder einen 4-stündigen Vortrag halten will, bitte gern, macht einen schönen YouTube-Kanal draus, stellt eure Dokus dort rein. Glaubt's mir, ihr werdet enorme Klickzahlen haben. Die Leute gucken sich das an. Wir sind die Leute, wir haben Bock auf diese Infos. Aber doch nicht bitte montags, wo hier ungefähr gefühlte 300 Leute durchgewunken werden müssen, wo wir hier alle zusammenkommen und so viele sind. Das ist einfach nicht abbildbar. Bitte versteht das. Es ist nicht so, dass wir es nicht wollen. Wir sind aber Realisten und eben Wirklichkeitsfreunde. Wir müssen immer auch gucken, wie wir das abbilden und strukturieren können. Und der beste Tipp ist eben dieser für größere Infopakete. Die sind ja sehr wichtig und beliebt. Dann bauen wir da allmählich unsere alternative Bibliothek und unseren eigenen Fernsehsender auf, wo man dann so wie bei Arte oder sonst was hervorragende Superdokus aus der Zukunftswerkstatt von euch hören kann. Und dann sind alle glücklich. So einfach. So, Entschuldigung für diesen kleinen emotionalen Entgleiser, den ich mir hier mal gestatte, aber wir sind ja Menschen.